Ja, Julian Sprunger, 2:1 nach Verlängerung. War das heute die Taktik in der Overtime? Z mal spielen lassen, die sollen sich auspowern, dann mit der einen Chance das Tor machen. Nein, Taktik ist das sicher nicht, aber wir haben so im Lausanne schon gewonnen. Sehr stark hinten, viel Blockshot, Torhüter, unglaublich. Und wir nehmen unsere Chancen. Wir haben 2 Powerplay, 1 Tor heute. In Overtime haben wir eine Chance, wir treffen auch. Es ist so, wir brauchen Punkte, wir nehmen alles, was wir können. Und das ist ein sehr wichtiger Gewinn für uns. Sie sprechen gerade das Überzahlspiel an. Wir haben das Wochenthema Special Teams. Da hat beides gut funktioniert. Das Powerplay-Tor, auch eingeleitet von Ihnen, aber auch das Unterzahlspiel. Viertes Spiel in Folge schon, wo man kein Unterzahl-Gegentor kassiert. Ist das im Moment so der Schlüssel zum Erfolg, die guten Special Teams bei Fribourg? Das hilft sicher. Ich glaube, dass wir haben viel über das gesprochen. Das war das Ziel heute, dass wir unsere Boxplay war besser als die Zürich Powerplay und unsere Powerplay besser als Zürich Boxplay. So, wir haben das gemacht. Sicher mit solchen Spielen 1-1 bis 60 Minuten. Unsere Powerplay muss sehr stark sein und ich glaube, wir sind für da. Wir sind da für da. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir gehen weiter so. Wir glauben, wir kämpfen jeden Abend. Wir kommen da in Zürich und gewinnen. Ich glaube, dass wir müssen weitergehen. Aber haben Sie das speziell jetzt trainiert, dass es im Moment so viel besser läuft? Ist er schon auffällig gut im Moment? Nein, ich glaube, dass es, wir trainieren jede Woche genau gleich. Ich glaube, dass es ist so, manchmal es geht in, manchmal nicht. Wir schauen viel Videos, sicher. Wir wussten genau, was zu erwarten da im Zürich heute. Keine Überraschung für uns. Es hat funktioniert. Ich glaube, dass das ist unser Job. Wir müssen lernen, die Gegner. Und ich glaube, dass wir haben das gut gemacht. Glückwunsch zum Sieg. Merci.